Guten Morgen. Mein Name ist Martin Schulz. Ich mache heute Morgen mit Ihnen die Vertretungsstunde. Ich bin der Vorsitzende der SPD, das ist eine politische Partei in Deutschland, die Sozialdemokratische Partei Deutschlands, und ich bewerbe mich um das Amt des Bundeskanzlers. Ich war viele Jahre Abgeordneter im Europäischen Parlament und war lange Jahre der Präsident des Europaparlaments. Deshalb ist das auch relativ naheliegend, dass wir in PB heute über Europa reden. Ich bin daran interessiert, was ihr heute von Europa wisst, was ihr erwartet oder nicht erwartet oder überhaupt, welche Themen euch interessieren. Und ich denke, wir sollten versuchen, das mal in der Gruppenarbeit zu erarbeiten. Dann würde ich empfehlen, dass ihr einfach mal die Gruppen bildet und aufschreibt zu dem, was ich gerade erzählt habe oder zu dem, was ihr selbst wisst. Ich gehe dann mal rund und schau mir mal an. Was wisst ihr denn über Großbritannien? Was machen die zurzeit? Was ist das große Problem? Der Brexit. Ja, wisst ihr, was das bedeutet, der Brexit? Ja. Könnt ihr mal aufschreiben, warum wollen die Briten raus? Ja, da bin ich mal gespannt, was wir so in den Gruppen erarbeitet haben. Die EU wurde in dieser Form am 25. Mai 1957 gegründet. Und die 25. Mai 1957. Wie viele Gründungsstaaten? Sechs. Sechs. Und kriegen wir die zusammen? Frankreich, Italien, Niederlande, Deutschland, Belgien, Luxemburg. Richtig. Sehr gut. Hervorragend. Ja, nächster Punkt. Ja, also wir haben erstmal ganz allgemein gesagt, dass Europa ein Länderbündnis ist. Mhm. Weißt du, was OSZE heißt? Ja, Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Größter Ausgabenposten des EU-Haushaltes ist? Ich meine der BER. Was ist der BER? Der aktuell geplante, aber seit langem noch nicht beendete Flughafen. Welche Flughafen werden sein sollen? Lieber Nico. Damit hat die EU, Gott sei Dank, nichts zu tun. Das ist Berlin-Brandenburg und der Bund, die Bundesregierung. Ja. Der größte Ausgabenposten des EU-Haushaltes ist Landwirtschaft. Das meiste Geld aus dem EU-Haushalt fließt in die Förderung der Landwirtschaft. Was ist außer Kriminalität noch das ganz große Problem bei der inneren Sicherheit in allen Ländern Europas? Denkt mal an den Breitscheidplatz in Berlin. Was erleben wir zurzeit? Terroranschläge. Genau. Kennt ihr Städte, wo es Terroranschläge gab in den letzten Jahren? Ja? Berlin. Ja, Berlin. Paris. Paris, genau. Bataclan, die Disco, ja. In Istanbul gibt es viele Terroranschläge, ja. London. In London, erst ganz kürzlich. Brüssel. Das habe ich erlebt. Es war etwa 400 Meter von meinem Büro weg. War die U-Bahn-Station Malbeck, das ist direkt unterhalb des Europaparlaments. Sind auch Mitarbeiter von mir ums Leben gekommen, also meines Parlaments ums Leben gekommen. Also wir haben Terroranschläge. Was bedeutet das, wenn wir Terroranschläge in allen Ländern haben, aber wir haben offene Grenzen? Das bedeutet, dass die Polizei und Justizorgane eng zusammenarbeiten müssen. Aber insgesamt ist es so, dass Europa eigentlich eine ganz gute Sache ist. Viele Vorteile, hat auch Nachteile, klar. Aber die Vorteile überwiegen die Nachteile. Ich fand die Stunde sehr erfrischend und es war klar strukturiert. Er hat auch uns geholfen, wenn wir mal nicht weiter wussten, hat er uns auch herausgefordert, wenn wir eine Meinung hatten, uns auch zu fragen, ob wir bei dieser wirklich stehen oder nur denken, dass es so richtig ist. Die Stunde mit Martin Schulz fand ich sehr interessant und sie hat mich auch vor allem angeregt, jetzt mich mehr über die EU zu informieren. Und ja. Ich fand die Stunde sehr schön, weil ich sehe eigentlich nur den Herrn Martin Schulz im Fernsehen. Und diesmal habe ich ihn jetzt direkt vor meiner Nase gesehen. Ich konnte direkt meine Frage stellen und er hat sie auch direkt beantwortet. Und ich fand es wirklich also sehr gut. Ich würde dem Martin Schulz eine 1 geben, weil er hat sich vor allem sehr bemüht, den Unterricht mit uns sehr gut zu gestalten. Und das hat mir sehr gefallen. Ich würde Martin Schulz eine 1 geben. Es war sehr gut, der Unterricht.
Ich würde den Martin Schulz eine 2 geben. Natürlich hat er sehr viel Erfahrung, er hat auch uns sehr viel mitgegeben. Aber er ist kein Lehrer und man hat es ja auch am Tafelbild gesehen. Ich fand die Stunde interessant. Ich hatte den Eindruck, die Schüler waren interessiert, haben sich auch gut vorbereitet, haben auch ein paar sehr, sehr spannende Beiträge aus der Gruppenarbeit abgeliefert. Ja, wenn ich Zeit hätte, würde ich auch noch mal eine Vertretungsstunde machen, aber ist natürlich bei meinem Zeitbudget sehr beengt. Ja. Wie ich als Schüler war, das drucken Sie besser in Spießer nicht ab.